Servus arkadaşlar. Bugün yola çıkıyoruz. Yarın gösteri var. Gösteri daha önce söylediğim gibi Ortaçağ Festivali'nde. Ben orada bir gaukla diyorlar buna. Jonglör gibi bir şey. Ama tam değil. Şöyle bagajı gösterdiğine gel. Bisikletler, işte jonglör malzemeleri. Burada işte yastıklarımızı kesinlikle yanımıza alıyoruz. Yani yastıksız çıkmıyoruz hiçbir yere. Çünkü başkasının yastığında gerçekten yatmak sıkıntı oluyor. İkimizin de yastığı var, değil mi Tina? Tina'nınki böyle bir de ortopedik mortopedik bir şeyler. Bayağı para bayıldın sen ona. Güzel. Yola çıkalım. Şu anda yolu yaraladık. Birazdan yola devam edeceğiz. Önce bir şöyle bir muffin. Kahve keyfi. Yorulu biz böyle uzun yola gittiğimizde hep ufak bir ara veriyoruz böyle. Kahve içmek için. Bakalım güzel mi tadı? Çöne batsu tok. Çok kuru. Şu anda kalacağımız yere geldik. Şöyle dışarıdan gösterelim istiyorsan. Gel. Yani dünyanın sonunda. Dünyanın sonunda bir yer. Çok acayip güzel bir yer. Ama şey bile çekmiyor. Hiçbir şey çekmiyor. Yani edge bile, E bile yok. Şeyi 4.5G falan geçtim. E bile yok. Şöyle şeyi çek. Ufak böyle bungalow gibi var. Bizimkinin adı Fox. Şurada at var. Değişik hayvan atlar. Ben de şimdi yarın gösterimiz normalde. Burası da şeyler için işte sahne alacaklar için vesaire kurdukları bir şey. Hani kiraladıkları otel pansiyon gibi bir şey diyelim. Yarın tabii oraya gidince çekmeye devam edeceğim. Ama şurada mesela herkesin kostümü aynı şekilde bu orta çağ zamanına göre ayarlanmış. Tina da bir tane aldı kostüm. Ona da bakalım giyersin. Bakarız nasıl gözüküyor. Ama kokuyordu biraz değil mi Tina? Ona normal yani. Değil mi? O zamanlar insanlar nasıl yıkanıyordu ki? Evet. Köpeğimiz bile var yani. Bu kadar. Yarın çekmeye devam ederiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar günaydınlar. Şu anda kalktık saat 9 gibi. Saat 8'de çok güzel bir şey vardı böyle güneşin çıkışı vesaire falan filan. Bu geldiğimiz yerin ismi Nentershausen diye. Şeyi yapılacak yerde, hani Mittelalterfest dediğimiz Ortaçağ Festivali'nin yapılacağı yerde Tannenburg Mittelalterfest. Burgfest diyorlar ona. Tannenburg dedi de, Burg normalde kale de Tannenburg, Tannen kalesi. Gidiş yolu böyle o kadar güzel ki yol. Yani göreceksiniz şimdi oradan görüntü öp. Yani üstümüz başımız azıcık güzel olsa fotoğraf da çekerdik değil mi Tina? Hı hı. Belki seninki güzel aslında çekeriz Tina. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Yazıyor bak kaleye gider diye. Böyle. Görüntü çok güzel arkadaşlar ya. Şöyle bir şey yok. Şuraya bak. Bu Burg'tu işte. Tannen Kalesi burası. Bu Tannen Kalesi'nde yapılacak bütün her şey. Ne kadar güzel gözüküyor artık bilmiyorum. Bu uçtan diyor. Gidiş yolu devam. Şunu alt taraftan böyle dolanacağız. Gideceğiz oraya. Sonra kostümümüzü giyeceğiz. Bugün 3 tane gösterim var burada. Ondan sonra bir tane de Umzug var. Umzug dedi. Herkes böyle sıra yapıyor. Arda arda böyle bir yürüyoruz. İnsanlara haber veriyoruz. Bak bir şeyler oluyor diye. Ondan sonra 3 tane bugün şovum var. Ondan sonra eve gideceğiz. Hadi bakalım.
Steht, ist natürlich privilegiert, unseren Gruß als erstes entgegengeschleudert zu bekommen. Mann, war das Zeiten, als sie noch in der Küche waren. Waschbrett und Seife. Und zwar sofort! Wow! Hey, Liebling, lass das! Au! Für dein Alter bewegst du dich echt noch flink! Tja? Ja, was mit dem schönen ganzen Der Ehrenreisegäste, mein Name ist Kimalius, der Vielreisende. Habt Dank, habt Dank. Dankeschön. Ich mach's noch weiter, bis keine Jubel. Hab geschafft. Ich werde jetzt mit dem Ball mit einer unsichtbaren Schnur zusammen verbinden. Jetzt habe ich eine Frage für euch. Wie kann man die wieder trennen? Ah, hast doch recht gehabt. Super. Fünf, werde ich um Glas. Ich mach's noch weiter, bis keiner jubelt. Hab ich geschafft! Yeah! Ach da. Hände voll in der Hosentasche begraben. Okay, ich mach trotzdem. Für die Kinder hier. Ich mach nur für euch. Nee. Nun werde ich jetzt mit fünf Bällen jonglieren. Leona, halt das Ding! Ja? So fest!
Erich, eine nach links werfen. Du musst sie fangen. Leona guckt so verwirrt, aber sie kriegt es hin. Hab voll Vertrauen, Leona. Bist du bereit? Ja. Stopp! Juhu! Hat sie nicht? Hab ich gesagt, der ist ein bisschen verwirrt. Leona! Ja? Der Ball geht so nach oben, dann dumme Steine. Ja. Ja, aber was? Fang doch! Leona! Und ja. Soll ich auf drei zählen? Eins, zwei, drei! Hey! Hey! Okay, Leona, warte mal ganz kurz. Jawohl, super. Eins, zwei, drei. Leona, bin mir ganz sicher, dass ich gesagt habe, ich schwebe nach links. Und wenn ich mich drehe, ihr solltet mitkommen. Ja. Ja? Leona, links, das ist rechts. Das ist rechts, da ist links. Oh. Okay, Leona, ich bewege mich gar nicht. Seid ihr bereit? Eins, zwei, hopp! Stube! Leona! Jetzt aufpassen! Und eins, und zwei, und drei! Das war nur ein Spaß! Jetzt kommt aber richtig! Eins, zwei, und der letzte! Letzte Mal nochmal! Keiner hat gesehen und Jubel! Danke! Kann ich wieder gehen? Der nächste Trick, den ich selber auch nicht kann. Das probieren wir das zusammen. Und zwar hoch. Boom. Vielleicht. Mein Hand nicht ablenken. Abgang! Du hast drei Chancen zu probieren. Das hat so lange gedauert, bis ich es zufällig hier geschafft habe. Erste Chance! Jubel erstmal! Das braucht er! Knapp! Weiter! Zwei Chancen noch! Kriegst du hin? Kai! Okay! Sehr gut! Okay! Bleib ein bisschen weit weg! Hol, hol! Okay, jetzt richtig, jetzt. Jetzt fängt's an! Fünf Bälle! Dschungelage! Das ist weg! Ich werde so lange jonglieren, bis keiner jubelt! Nur jetzt da. Zum Beispiel. Der Herr. Es gibt keine andere Herr. Okay, dann sollst du danach jetzt sagen, wenn du jetzt sagst, beim fünf Bälle Jonglage, ich werde eine nach oben werfen und unten beide mit vier Bälle jonglieren. Und wenn er runterkommt, dann werde ich probieren nochmal zu fangen. Bisschen zurückgehen. Zurück. Hinsetzen. Hinsetzen. Hinterlegen. Jawohl. Wie nennt man euch?
Name? Hi. Hi. Oh. Hi. Jetzt? Lass mich wenigstens rein. Okay, ich bin jetzt bereit. Jetzt. Zauberteller mit unendlicher Tragbarkeit. Auffassen. Dori, hältst du das so? Ganz stark halten. Gerade so. So halten. Jawohl. Mit zwei Händen halten, Dori. Mit denen auch. Mit zwei Händen. Festhalten. Festhalten. Mit zwei Händen. Mit beiden. Genau. Keine Angst. Ja, ganz recht. Ja? Oh, mit einer Hand sogar. Das war's. Moment, Moment. Dori, wir sind noch nicht fertig, komm. Wir sind nicht fertig, okay. Ein Finger nach oben. Genau, ganz nach oben. Und so halten. Keine Angst. Finger gerade, was ist das? Finger gerade und stark! Ein Dekor! Liebreiche Gäste, hier habe ich Rat des Todes! Ich werde mich jetzt auf das Rad stellen, Rad des Todes stellen und dabei drei Bälle jonglieren. Nee, was sind die? Keulen. Genau, drei Keulen jonglieren. Für die Finale werde ich mein Leben riskieren. Nur für eure Unterhaltung. Nicht, vielleicht nicht nur mein Leben, sondern die auch, die vorne sind. Du verstehst mich nicht. Und einmal, wenn du mich verstehst, du verstehst mich falsch. Ich krieg dich gleich den Abhang runter. Filmst du schon? Ja, aber nicht dich. İkinci gösteriyi bitirdik şu anda. Bir tane kaldı. Ama sesim yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Çünkü birazcık böyle Gaukla sesi ve işte böyle hani bu orta çağ konuşmaları falan biraz böyle gür. Kelimeler böyle bastıra bastıra söylendiği için benim sesim yavaş yavaş gidiyor. Büyük ihtimalle yarına artık sesim kalmaz. Ama yapacak bir şey yok işte. Ekmek parası kardeş. Oturduk böyle bir de çips yiyoruz. Ne yiyoruz? Normalde hiç yemeyiz bu böyle çips ama. Güzel, tadı güzelmiş. Kola içiyoruz, çips yiyoruz. Öyle araya. Onun haricinde bir şey yok valla. Yoruldum ama biraz. Güzel oldu mu şovlar sence? Evet, güzel. Size söylersin artık nasıl güzel oldu, beğendiniz mi diye. Şovlarda müzik olmadığı için şovları koyabilirim ben şeye videosunu değil mi? Hepsini koyamam ama çok uzun. Şov başına 30 dakika yaptım. Michel! Okay. Jetzt werde ich auf das Rad stellen. Mein Leben und das Leben von Michel riskieren. Nur für eure Unterhaltung. Und zwar, ich werde hier Messer. Ihr braucht keine Angst haben, ich habe das schon mal probiert. Nicht mit denen, aber okay. Einmal oder so.
Mich heißt Tita Joe. Okay, so fest und gerade halten, bitte. Moment, vielleicht. Was ist los? Gefährlich! Kriegen wir schon hin, glaube ich. Ich halte mich so, okay. Fest, rein, Fuß rein. Alles gut, alles gut. Alles unter Kontrolle. Perfekt. Fuß weg, Fuß weg. Genau. Moment, Moment. Oh, nicht alles weg. Nur Fuß weg. Okay, gib mal eine von deinen Händen. Jawohl. Moment. Ich sehe es noch nicht ganz drauf. Ja, besser. Okay, auf drei kannst du loslassen. Zwei. Ne, warte mal. Eins, zwei, drei. Wow! Handgeklappe, Michel! Okay, jetzt kommt die Finale. Kinder, ein bisschen weiter nach hinten. Ganz schnell. Ganz schnell weiter nach hinten. Jetzt kommt die Jonglage. Auf das Rad mit drei Messern. Was? Alles gut, bleib nur da sitzen. Achtung! Dankeschön! Das war mal Abschluss gewesen. Danke, dass Sie geschaut haben. Shimdi Bilm Jorum Konus Jorum. Biras Abtalben. Esche Gibi. Super. Daha Bilm Jorum. Vielleicht sagst du, wieso hast du Türkisch gelernt? Biras Türkische Örenden Kitabdan. Kitabdan. Bu yüzden bir güzel Türk kiss. Okay. Alles klar. Ich hatte eine türkische Freundin. Ach so, deswegen. Super. Ja, ja. Danke dir. Aber der lustig war, ich habe eine Woche bevor ich sie kennengelernt habe, angefangen Türkisch zu lernen. Also da gab es noch gar keinen Grund. Ach so. So aus Spaß eigentlich. Super. Danke dir. Zufall. Tesadüfen. Tesadüfen. Danke dir. Der spinnt. Arkadaşlar şu anda gösterimizi bitirdik. En son bir de en sonunda böyle herkes çıktı sahneye, bir şeyler yaptı falan filan. Sahne dediğim de toprak işte. Onu da yaptık. Ondan sonra şimdi evimize yavaş yavaş gidiyoruz. Önümüzde 4,5 saatlik bir yol var. Ondan sonra Tina yine sabah kalkmak zorunda. Tina'ya geldiği için teşekkür ediyoruz buradan. Onun haricinde şu güzel manzarayla sizi baş başa bırakıyorum. Videomuzu da burada bitiriyoruz.